Hey liebe Leute, hier ist wieder euer Herr Arbeit und heute zu einem neuen Video zu Unboxing Pokémon Trading Card Game. Und diesmal gibt es diese schöne Box. Strahlendes Evoli von Pokémon Sammelkartenspiel in Kooperation mit Pokémon Go, dem, ja, Handyspiel, sage ich mal. So nenne ich's. Eine Box hier, was ist drin? Eine holographische Promokarte mit einem strahlenden Evoli. Sehr geil, ich mag ja Evoli. Einen hochwertigen Pin mit dem strahlenden Evoli, den sehen wir schon hier oben, aber zeige ich gleich euch nochmal richtig. Eine Spielunterlage mit einer Illustration von strahlendes Evoli. Kann ich überhaupt nichts mit anfangen, mal gucken, was es ist. 8 Booster von dem neuen Set Pokémon Go und einen Pokémon-Sammelkartenspiel-Live-Promo-Code-Karte. Schieß mich tot. Ich werde das ganze Ding auspacken und hier kurz drapieren. Und dann packen wir zusammen die Boosters aus. Ist die Mehrzahl von Booster Boosters? Oder ist Mehrzahl von Booster Booster? Scheiß drauf, nach dem Intro geht's los. Viel Spaß. So Leute, während ich die Sache ausgepackt habe, habe ich mitgekriegt, der Akku wird knapp von der Kamera, von der zweiten. Deswegen müssen wir heute ein bisschen Gas geben. Was war drinne? Schillerndes Evoli. Strahlendes Evoli, ich zeige es euch mal hier in die Karte, in die Kamera hinein. So sieht das Ganze aus, habe ich schon mal in den Sleeve gepackt. Mega cool, mit dem Holo-Effekt. Sehr, sehr schön, hatten wir von draußen schon gesehen. Was ist noch drin? Dieser lustige Pin hier vom Evoli. Auch sehr, sehr cool, wie ich finde. Mal gucken, dass er scharf gestellt wird hier für die Leute, die ja, Pins sammeln und mögen. Richtig cool. Dann natürlich die Booster Packs und jetzt das Highlight. Dafür hat sich jetzt schon gelohnt. Diese Matte, ja, Spielmatte, ich dachte, das wäre so ein Papierding. Das ist eine richtig coole Matte. Ich werde jetzt hier mal ein paar Detailfotos mit hineinschneiden, damit ihr das sehen könnt. Und dann werden wir uns auch schon auf die Booster stürzen und gucken, was wir da noch drin haben. Aber allein das Ding hat mich schon mal, wow, weggehauen. Finde ich mega cool, sieht geil aus. Wird bald getauscht, dann kommt die alte Magic the Gathering Matte weg. So. Es sind 8-mal die gleichen Booster, dementsprechend fangen wir einfach an und gucken, dass wir vielleicht hoffnungslos, bis die Kamera der komplette Geist aufgibt, dass wir bis dahin alle 8 geöffnet haben. Also, Herr Arbeit muss heute mal ein bisschen Gas geben. Was schon mal ganz komisch lustig ist, hier sind so eine komische Karten drin. Westar. Ich weiß nicht, ob das was zu bedeuten hat. Was mache ich damit? Keiner weiß es. Na gut, wir gucken mal. Ich habe das jetzt so gemacht wie sonst auch immer. Ich weiß jetzt nicht, ob das hinhaut. Wir gehen mal durch. Wir haben Spark drinne. Wir haben ein Chanaira drinne. Wir haben ein Stalos drinne. Wir haben ein Kamaup. Wir haben ein Navitaub. Wir haben ein Alola Radikal. Was auch immer cool ist, hier unten immer das Pokémon Go Logo. Ne? Wir haben ein Natu. Wir haben ein Lavita. Oh, das sieht aber cool aus. Finde ich mega cooles Design. Sehr schick. Auf jeden Fall haut's hin. Wir haben jetzt die Reverse Holo. Und zwar ein Pikachu. Freue ich mich. Ich sammle Pikachu. Pika! Und sehr, sehr geil. Schönes Pikachu. Und... Yeah, Maya, Maya, Mai. Forschung des Professors. Professor Willow haben wir hier. Als Full Art. Die letzte Karte des Sets, sehe ich gerade, 78 von 78 Karten sind da drin. Was hier leider wieder extrem auffällt, ich zeige es auch nochmal hier in die Kamera, ist, wenn ihr seht, wie die geschnitten ist. Die ist leider wieder ein bisschen blöd geschnitten, also überhaupt gar nicht Center. Und aber ihr seht den Preis unten drin. Ich glaube, das ist ein geiler Hit. Freue ich mich. Full Art Karten sowieso immer geil. So wie gesagt, wir wollen Gas geben heute. Also. Nächstes Pack wird geöffnet und drückt mir die Daumen, dass es so weitergeht. Noch 7 und vor allen Dingen drückt die Daumen, dass die Kamera durchzieht. Ansonsten machen wir es über die hier und dann wird es ganz kreativ. Wird es ganz kreativ. Ja, also 1, 2, 3, 4. Oh, hier war so eine Restar-Karte hier. So muss ich hier zeigen drinne bei der alten. Jetzt, seht das, es ist eine Energie. Also ist doch nicht in jedem Pack gleich. Sind wir mal gespannt, was das bedeutet, ob das Pack jetzt hier nicht mehr so cool ist. Wir kommen mit Faser Nob. Okay. Sonfell. Wir haben ein Lock-Modul. Sehr cool. Nochmal ein Alola Radikal. Hatten wir schon. Kamaup. Hatten wir schon. Alola Ratzfratz. Wir haben ein Navitaub. Hatten wir heute auch schon gesehen. Wieder Lavita. Wir kommen mit einem Bidiza. Bidiza. Und auch hier sehen wir
wie schlecht die gecuttet sind. Warum die das jetzt nicht hinkriegen, keine Ahnung. Und wir haben ein Despotar. Immerhin Holo, aber anscheinend nichts Besonderes. Nehmen wir mal mit. Gucke ich trotzdem, ob das vielleicht Wert hat, aber meistens haben die das nicht. Vor allen Dingen bei einem Set mit nur 78 Karten gibt es dann meistens nicht so viele seltene. Ich habe mich da vorher überhaupt nicht mit beschäftigt und habe deswegen auch gar keine Ahnung. Und jetzt machen wir das Ganze hier. Pack Nummer 3. Auch hier nicht wieder diese V-Star-Karte oder V-Star. Und wir gucken mal, wie es weitergeht mit einer Energiekarte, einer Ei-Brutmaschine. Hier braucht man ein Glutexo, haben wir. Wir haben einen Pokestop. Juhu. Einmal drehen. Brrr. Also hier sieht er gar nicht. Brrr. So, wir kommen mit dem Shiggy. Auch ein sehr schönes Artwork. Ist das ein hübsches Shiggy, oder? Kann man ja echt mal. Das sieht echt süß aus. Shiggy mag ich. Onix. Hier haben wir Bidiza. Bidifass. Und wer hat sich denn damit aufs Bild geschlichen? Ja, wer kennt es nicht? Wer Pokémon Go spielt und ab und zu mal Fotos macht, kennt das Ganze. Meltan. Wir kommen mit Spark in Reverse Holo und einem Arctos. Keine Ahnung, ob das gut ist. Auf jeden Fall nicht so fett. Wir hatten ja natürlich keine V-Star-Karte drin. Deswegen kann das wirklich daran liegen, dass wir da schon wissen, ob es was Geiles wird oder nicht. Weil da hatten wir keine Energie. Also wie gesagt, ein Hit bis jetzt kommen wir zur Halbzeit. Und ich kriege hier dieses Pack nicht auf. Meine Fresse. Manchmal ist es komisch. Ihr seht es vielleicht, warm ist es auch. Auch hier ist wieder keine spezielle Karte drin. Das heißt, wir starten mit einer Blitzenergie und nochmal mit einem Lockmodul. Glutexo. Wir kommen mit Pupitar. Wir haben ein Alola Radikal. Wir haben noch ein Navitaub, ein Lavita, ein Natu, ein Ambidiffel. Ambidiffel. Wir kommen mit Melmetal als Reverse Holo. Auch eine seltene Karte, können wir mal gucken. Und ein Tektas. Ja, auch hier holographisch, aber nichts Besonderes, denke ich mal. Wie gesagt, wir müssen heute Gas geben, kann ich mich nicht lange beschweren. Bis jetzt gucken wir mal, was die Forschung des Professors so sagt, was da Phase ist. Ihr wisst es schon, ihr habt es ja schon gesehen, vielleicht war das erste Pack auch gleich das Mörder-Pack. Und die waren nicht so in der Reihenfolge, wie ich sie jetzt da hingepackt habe, in der Schachtel. Das ist also Zufall gewesen. Aber manchmal ist es komisch, warum kriege ich denn heute die Packungen hier nicht auf? Oder besser gesagt, die Karten nicht raus aus den Packungen. Naja, egal. Weiter geht's mit dem nächsten. 3, 4. Auch hier haben wir nicht wieder diese V-Star-Karte drin. Die hatten wir bis jetzt erst einmal und starten wieder mit einer Blitzenergie und mit Spark als normal. Dann haben wir ein Ariados. Wir haben Blanche oder Blanche. Keine Ahnung. Lavita, den hatten wir heute schon öfter. Alola Ratzfratz. Ein Weberak, Webarak, so rum. Wir haben nochmal ein Pikachu. Pikapi! Das zweite, aber diesmal als normal ein Dusselgur auf einer Schaukel. Oh, ich liebe Schaukeln. Ich liebe Schaukeln. Kleiner Funfact nebenbei. Wir kommen mit einem Kamaup, das hatten wir jetzt auch schon öfter, aber diesmal wenigstens in Reverse Holo. Und wir kommen, oh, wir haben getroffen. Meistergriff V. Meistergriff V. Ah, ihr seht es unten eingeblendet, was das Ganze an Wert hat. Ich denke mal nicht allzu viel, weil, ja, nur eine V-Karte und keine V-Max. Aber ich habe gar keine Ahnung, was in dem Z überhaupt tendenziell drin ist. Aber zweiter Hit auf jeden Fall ist schon mal gut. Wir haben noch 3 Booster und jetzt ist hier in jedem Gold drin. Und was jetzt richtig krass wäre, wenn die Kamera aussteigt. Und genau da in dem Pack sind dann die, sag ich mal, die absoluten krassen Dinger dann mit bei. Das wäre natürlich, das wäre was. Aber ja, wenn es so ist, dann ist es so. Okay, wir haben wieder nicht diese komische Sonderkarte. Ich packe die mal hier so mit hin. Dabei randaliere ich komplett. Was auch immer das bedeutet, ich weiß es nicht. Feuerenergie, Shanaira, wir kommen mit einem Sonnenfell. Ariados hatten wir schon. Bidifass nochmal mit einem Fotobomb. Nochmal Pika Pikachu, Pika dritter Pikachu, Weberak. Alola Ratzfratz, Bidiza. Wir kommen mit einem Sonderbonbon. Immer gut, kann man immer gut gebrauchen in Reverse Holo. Und nochmal Despotar hatten wir heute auch schon, denke ich mal. Wird tendenziell nicht so gut sein. Übrigens, wer sich wundert, warum ich hier so transpiriere, es sind draußen, glaube ich, 31 Grad und hier drinnen durch den Rechner bestimmt jetzt schon wieder mehr als draußen. Also ich könnte eigentlich rein theoretisch das Fenster 31 Grad öffnen. Was ein Quatsch. Na gut, 1, 2, 3, 4. Auch hier haben wir wieder nicht diese schöne VV-Star-Karte, aber wir kommen mit einem Energie-Lockmodul
mit wieder Ariados, Ei, Brutmaschine hatten wir schon, Metallen hatten wir, Bediza hatten wir, ein Carpador. Carpador. Dussegül auf der Schaukel, sehr cool, ein Onyx. Wir kommen mit einem Weberack in Reverse Holo und mit einem Lavados. Sehr geil. Zum Arktos gesellt sich das Lavados. Sehr, sehr schön. Haben wir schon mal zwei der drei legendären Vogel-Pokémon. Ein Booster haben wir noch. Zapdos ist das, was fehlt. Und das muss jetzt die Kamera noch einmal durchhalten. Ich hoffe es, dass das funktioniert. Und dann sind wir happy. Und im Gegensatz zu euch habe ich jetzt schon ein bisschen was erblickt. Natürlich nicht, was die absolute Highlight-Karte nachher wäre. Was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, ist, wir haben keine Fausta-Bonus-Sonderkarte, die hier, ich weiß nicht warum, die in dem einen Set drin war und was das bedeutet, was das bringt. Vielleicht klärt mich einer auf, der es kennt. Gerne unten in die Kommentare. Wir gehen los hier. Energiekarte, Chanaira, Sonfell, Ariados. Und das ist das, was ich schon gesehen habe. Ein Evoli. Freue ich mich natürlich. Zu dem anderen Evoli gesetze ich noch ein normales Evoli. Auch dieses Design finde ich super putzig, super süß. Es sieht ein bisschen aus wie, ja, von, wie ist denn das hier? Let's Go Pokémon. Hier, Evoli und Pikachu. Fand ich übrigens nicht so tolles Spiel, aber ist egal. So, come out. Wir machen weiter mit Navitaub. Wir machen weiter mit Alola Radikal. Ein Natu. Und jetzt kommen wir zu... Oh, ein Pikachu mit Ash Ketchums Mütze oder so. Oder ist es eine Pokémon-Go-Mütze? Ist egal, aber auf jeden Fall ein alternatives Artwork in dem Falle. Müssen wir mal gucken, ob das vielleicht auch was Cooles ist. Sieht super geil aus. Super süß finde ich das. Noch ein Pikachu. Finde ich cool für meine Pikachu-Sammlung. Und mit Cappy. Sieht geil aus. Oh, danach kommt... Nochmal Arktos. Schade. Zweimal Arktos drin gehabt, einmal Lavados, aber insgesamt glaube ich, war das auf jeden Fall nicht schlecht. Das sind unsere beiden Hits hier. Ich zeige es nochmal hier unten. Ganz interessant, wirklich. Ihr habt es halt gesehen, die Forschung des Professors. Da bin ich echt mal gespannt, was das bringt. Was mich ärgert, ist, dass das wirklich so schlecht gecuttet ist. Ja, also wir können ja nochmal hier in ganz groß, weil die Kamera macht es noch mit. Ihr seht hier wirklich, hier ist es so, bis ich einen halben Zentimeter und hier sind 2 Millimeter. Das ist natürlich doof. Ansonsten sieht die Karte relativ gut aus von der Qualität. Und wir haben, um es nochmal runter zu machen, Meistergief hier. Meister Grief V auch noch mit bei und diese Karte, was auch immer das bedeutet. Tja, das war's zu dieser Box. Ich fand tendenziell die Matte mega geil, also kann ich nichts zu sagen, freue ich mich drüber. Und ja, hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Lasst mal einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, haut eure Infos, wenn ihr zu diesen Boxen oder zu Pokémon Go Infos habt, was dieses Set betrifft, rein. Habt ihr auch euch davon Sammelkarten geholt oder so, dann gebt da gerne mal Info. Spielt ihr Pokémon Go, gebt da auch gerne mal Info. Also wie gesagt, haut Kommentare rein, like das Ding. Und ich habe noch übelst viel Pokémon Trading Card Zeug zum Auspacken. Herbert bedankt sich auf jeden Fall fürs Zuschauen, sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ach, diesmal habe ich übrigens einen Kaffee. Wieder. Prost.